Hey und ho und so. Ich bin nochmal zurück in die Höhle des Löwen, natürlich, klar. Hab alle meine Sachen wiedergefunden, bis auf meine Pfeile, das muss ich leider zugeben. Pfeile finde ich nicht mehr, ich weiß nicht, wo sie sind. 11 Fackeln habe ich auch nur noch, also, weil ich jetzt inzwischen auch nochmal diesen lästigen Raum etwas mehr beleuchtet habe. Also, ihr seht mal, was das hier, das ist auch eine gigantische Höhle, die wir hier unter unserem Haus haben. Und ich habe auch hier irgendwo, wenn ich das jetzt noch finde, bin hier gerade so lang gelaufen. Ich meine, hier hinten war das. Oh, gefährlich, ne? Von oben. Und zwar hingen hier plötzlich Fackeln. Und da habe ich festgestellt, dass ich ja hier an dem Zombie-Spawner bin, den wir hier praktisch ja in der Nähe haben. Den haben wir ja schon mal vor einigen 100 Folgen haben wir den schon mal besucht. Ich laufe dann hier mal etwas weiter. Okay, kann hier von oben auch nichts mehr so wirklich spawnen. Es sei denn, wir haben ganz viel Pech, wie immer. Es ist auf jeden Fall gigantisch. Und ich werde jetzt auch mal hier wenigstens ein bisschen Beute machen. Ja, aber das gehört nun mal dazu, ja, dass wenn ich jetzt mich in so eine Höhle begebe, dann möchte ich ungern auf Peaceful schalten, um da in Ruhe alles zu erkunden. Und da ist es mir dann auch völlig wurscht, wenn ich dann 10-mal hintereinander drauf gehe und das auch alles filme. Ihr braucht mal gar nicht so groß zu tun, als wäret ihr nun total perfekt, ne? Euch passiert das nämlich genauso. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ah ja, aber okay, da war ich ja schon drin in dem Spawner. Ah, hier sollte ich vielleicht noch eine Fackel hinhängen. Oh, der scheint jedenfalls nicht hell genug zu sein. Gut. Ach, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ja. Wir sind da nämlich nur außen gewesen. Und ich habe hier von durch das Fenster so, habe ich die Fackel dahingestellt. Und das reicht natürlich nicht, ne? Machen wir mal so. Können wir ja noch dahin hängen. Ja, jetzt haben wir den aber eigentlich ausgeschaltet, diesen Spawner hier. Witzig. Die Kiste hatte ich auch schon geplündert, auch hier durch diese Öffnung. War das nicht irgendwie in der 25. Folge oder so? Diese Spezialfolge, wo ich einige Dungeons abgelaufen bin, die Zuschauer gefunden hatten. Ich meine, das war so. Manchmal kann man sich auch selber gar nicht mehr erinnern. Die Kohle nehmen wir mit. Kohle merke ich nämlich, ja, brauchen wir. Also ich habe noch ganz viel Kohle auf Lager, klar, aber davon kann man ja nicht genug haben. Da sollte man beim Minecraft-Spiel niemals liegen lassen. Mal vorsichtig sein. Also oben, ja, da ist hell. Naja, ja, hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir ein wenig mehr Glück haben. Dort hinten ist es aber sehr dunkel. Das Silber werde ich mir sichern. Und mich interessiert natürlich auch, wie tief wir denn so vordringen können. Okay, das ist ja gut. Leider kein Holz dabei. Dann würde ich sagen, haue ich mir mal eben hier noch die Kohle weg und dann hole ich mal eben Holz. Sollte man ja auch eigentlich immer mitnehmen ein wenig, damit man unterwegs auch mal ein paar Fackeln nachbauen kann. Das wird sonst etwas lästig, immer wieder zurückzurennen, denn ich habe halt vor, auch mal wirklich tief in die Höhle einzudringen. Also besonders nach Richtung Süden, ne? Also nach unten. Denn dort finden wir dann ja hoffentlich die richtig kostbaren Sachen. So, ach, da kommt das Geröll hinterher. Na, super, dann lassen wir das erstmal da so. Okay, wie ging es nochmal raus? Ich glaube, hier dieser Wasserfall, dieser kleine Fluss, da hängen wir jetzt mal noch unsere allerletzte Fackel rein. Schöner Gang noch dahinter. Wo geht's denn so nach unten? Hier geht's noch runter, ne? Nee, aber auch nicht wirklich. Gut. Dann versuchen wir mal nach oben. Da kommt hinten ein kleiner Kumpel. Hallo. So, erledigt.
Ja, hier ist es noch dunkel in der Ecke. Hier geht's runter. Vielleicht diesen Weg sollten wir vielleicht mal gehen. Sobald wir neue Fackeln nachgelegt haben, natürlich. Ich hole mal eben welche. So, alles wieder schön erledigt. Fackeln geholt, ein bisschen Holz mitgebracht, also Sticks und die Kostbarkeiten schon mal ein bisschen oben gelassen, die wir gefunden haben. Hier um die Ecke droht mich leider schon wieder ein Skelett. Da ist es. Pfeile habe ich jetzt wieder dabei. Wenigstens 16, glaube ich, oder so. Das ist jetzt ein bisschen langwierig. Komm, Skelett, stell dich mal nicht. Da kommt noch eins. Okay. Ob da hinten ein Spawner ist, also das ist mir ja schon wieder verdächtig hier. Habe ich jetzt das zweite auch getroffen? Nein. Jetzt aber. Mal eben. Immer im großen Bogen rennen. Aha. Die alten Pappkameraden sind auch wieder mit von der Partie. Aber nicht mehr lange. Die Ecke sollte ich heller machen da hinten. Das hatte ich doch gerade noch vor. So, und. Nee, ich dachte, ich habe da gerade wieder was gesehen, aber das war nichts. Von da kommt auch noch einer. Also, was ist denn hier schon wieder los? Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Ja, müssen wir hier wohl auch noch eine Fackel hin tun? Ich sehe inzwischen auch nur noch Zombies überall. Komm, Jungs, so, den haben wir auch umgehauen, erfolgreich. Feder nehmen wir mal mit. Man weiß ja nicht, wozu es gut ist. So, ja, also. Ah, hier mal ein bisschen. Ist das denn hier nur eine Sackgasse? Dann könnten wir vielleicht. Aber Kohle, ne? Schnell ein neues Schwert in Slot 1. Wunderbar. Das läuft wie geschmiert. Die Gänge hängen aneinander. Hier ist eine schöne Halle. Da machen wir eine schöne Halde draus. Eine Zombie-Halde. Da geht's gleich weiter. Da können wir ja mal gucken. Erstmal wollte ich hier diesen Durchgang noch beleuchten. So, seid ihr damit zufrieden? Könnt ihr was sehen? Nehmt doch mal die Sonnenbrille ab, Jungs. Ja, tut doch nicht immer so auf cool bei Minecraft zocken. Ihr erkennt doch nix, ne? Ja, so. Was mache ich denn? Diesen hier wollte ich mal eine Stufe reinhauen. Das ist praktisch. Da kann man hier nämlich auch wegrennen. Ach, hier sind wir. Alles klar. Ja. Das weiß ich, wo wir sind. Ach ja. Ja. Sehr schön. Ah, hier wollte ich auch noch runter. Da sind wir eben gewesen. Dann gucke ich mir das noch an. Alles Luft ist rein. Naja. Wenn man es auch schon sagt, dann ist es auch schon wieder zu spät. Ach, zwei Stück wieder. Da ist ein Spawner. Ich wette, dass das ein Spawner ist. So, jetzt habe ich hier überhaupt keine. Da ist ein Creeper. Nein, ich werde umzingelt. Was mache ich nur? Vielleicht hat er das Skelett wenigstens umgebracht. So, jetzt weiß ich, wo ich bin. Zack. Komm. Natürlich kein. Doch, ich habe wieder Pfeile. Ich hab Pfeile aufgesammelt. Zack. Ah, zack. Das war sein Lieblingswort. Drum trug er das Skelett zu einem anderen Ort. Hier hat's den Sprengwurm erwischt. Das war ein guter Kampf. Ja, das war ein guter Kampf. Aber trotzdem ist es hier noch gefährlich. Ich sollte mich jetzt nicht zu früh freuen. Fünf Pfeile habe ich wieder. Ich habe auch gerade so ein bisschen so eine Salve abgelassen, ne? Fackeln nach rechts bauen. Dann finde ich leichter raus. Oh, da ist doch was. Also da ist doch was auf jeden Fall. Hör mal, da kommen ja überall nur Skelette raus. Bewegen.
Das Blöde ist, wenn man bewegt und um das Skelett herum tanzt, dann trifft man es auch selber nicht so gut. Da geht's nach oben. Ach, was mache ich denn jetzt? Jetzt feuer ich hier auch noch mit dem Pfeil. Das wäre es noch, so Feuerpfeile. Ne, bloß nicht. Ich denke dann so an unseren Server, dass da demnächst dann alles abfackelt. So, hier haben wir eine tote Ecke, also eine sogenannte Sackgasse mit Freunden. Oh, Spinne auch noch und allem. Mal eben ein Brot essen, so. Mehr schaffe ich, glaube ich, nicht. Da wartet schon die Spinne auf mich. Mal eben gucken. Was macht ihr eigentlich alle hier? Ihr habt euch doch bestimmt hier zum Gruppensex versammelt. Ah, gut, dass ich euch erwischt habe, ihr alten Schweine. Ja, hallo? Ach, schade, ich war jetzt mutig, ne? Ich hab einfach mal gedacht, ich kriege hier noch hin. Aber dann machen die halt beim letzten Schlag immer noch irgendwie, so mein Empfinden jedenfalls, einen kleinen Sprung zur Seite, ne? Und das war's dann. Dann erwischt man sie nicht und dann fliegen sie in die Luft. Ne? Wie gesagt, das sind alles Granaten. Ups. Kleiner Leck, tut mir leid, das ist irgendwie, muss ich mein Fraps mal irgendwie anders einstellen. Es liegt nicht an meinem Java oder Minecraft oder so, das ist Fraps, das macht ab und zu alle 4 GB ungefähr so ein Schnitt. Ah, helft mir mal eben die Stelle wieder zu finden, das war hier unten, ne? Hier sind wir rein. Da ging es so hoch, da hinten war doch irgendwie hier runter, bin ich gelaufen. Da hinten lang, ja, hier war das. Mal in die Dunkelheit, ne? Das war jetzt wieder Kissen-Time. Ne? Ja, Fackel, klar, da sind meine Sticks noch. Meine Sticks will ich noch haben. Och, schon wieder Skelette. Welche Überraschung. Ich muss mir ein bisschen Sicherheit bringen und nochmal eben mal ein bisschen aufräumen. Oh, okay. Das muss aber jetzt schnell gehen. Schwert. So. Bogen. So soll es erstmal reichen. Im Grunde habe ich offenbar auch alles wiedergefunden. Ja. Aber mal sehen, ne? Ah. Gefährliche Ecke, gefährliche Ecke. Aha, da bist du ja, mein Junge. Oder bist du Mädchen? Lass mal gucken. Und noch ein Untoter. Ja, einer von den Dünnen. Das war's. Ein paar Pfeile sichern. Ja. Noch einer. Ja, mal, der ist hier. Die reinste Knochenhöhle, du. Da kommt noch was näher. Ich habe auch den Eindruck, jetzt werden mich hier, es schießen wieder mehrere auf mich, ne? Keine Pfeile. Toll. Man muss sich konzentrieren, ne? Hoffe, es geht gut. So weit, so gut jedenfalls. Guckt sich einer die Pfeile hier an. Ja, super. Ah, ich bräuchte vielleicht mal eine Brille oder so. Ach, da kommt wieder einer von denen. Die mag ich ja auch gerne. Da versuche ich mal lieber ein bisschen auf Abstand zu halten. Das Skelett direkt im Gefolge. Nein! Das haben wir aber jetzt überhaupt nicht. Das ist ja wirklich. Ach. Ah, gut. Komm, das Skelett kriegen wir auch noch. Dann ist das Video nämlich vorbei. Ich versuche das noch zu schaffen. Da ist er. Na also. Dann kann ich auch dieses Video an dieser Stelle mal beenden mit einem relativ netten Happy End. Ich hoffe, ihr mögt Happy End, ne? So die Romantiker unter euch, wenn am Ende alles gut ist, ne? Alles schön. Es ist auch hier. Ach, es geht noch weiter und noch weiter und noch weiter. Das war's. Bis dann.